ist doch nur normal, dass du zu deiner Oma fährst, wenn sie krank ist. Wie geht's ihr überhaupt? Och, eigentlich schon wieder ganz gut. Schön. Und was hatte sie nun? Es war so ein kleiner Schwächeanfall, wegen der Hitze. Du hast genau richtig getippt. Es tut mir leid. Der Laden geht vor. Na gut, wenn du das so siehst, dann wünsche ich dir noch viel Spaß in deinem beschissenen Laden. Was? Ja, ich will, dass wir zusammen, dass wir zusammenkommen. Kerstin! Das macht die Tür auf! Also ich denke schon, dass wir ganz gut zusammenpassen würden. Altersmäßig. Altersmäßig auch. Ich glaube, wir lassen das besser. Ja, da hast du recht. Obwohl nicht viel gefehlt hätte. Also, es ist nicht so, dass ich nicht gerne... Aber momentan brauche ich einfach einen guten Freund. Breite Schultern, an denen ich mich anlehnen kann und zwischendurch mal ein bisschen ausholen. Hm? Tu dir keinen Zwang an. Ich find's einfach total klasse, so wie es jetzt ist. Eine Affäre würde das Ganze, glaube ich, nur komplizieren. Obwohl es auch was hätte. Stimmt. Aber wir lassen das lieber. Ja, ja, sicher. Dann sind wir uns ja einig. Was wird denn das? Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Noch wunderbarer. Wie haltet ihr das bloß aus? Kerstin, mach die Tür auf! Ja, sofort auf an die Tür zu deinen und verschwinde! Nein, ich muss erst mit dir reden. Ich weiß, ich habe mich benommen wie ein Idiot, aber... Es ist zu spät! Wieso? Wir können mal von vorne anfangen. Auch in 2 Wochen fällt dir wieder ein, dass du mich doch nicht... Nein! Willst. Du bist die Frau meines Lebens. Was ist mit Julia? Julia ist tot. Aber du denkst doch ständig an sie. Das war einmal. Ich will ein völlig neues Leben anfangen. Ohne Julia. Nur mit dir. Woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Du musst mir einfach glauben. Warum sollte ich? Weil ich dich liebe. Es ist nicht wahr. Doch, Kerstin, bitte. Ich liebe dich. Du musst mir einfach glauben. Es wird alles anders werden. Wenn du mich doch nur wieder enttäuscht. Ich werde dich nicht enttäuschen. Das schwöre ich dir. Nein, Jan, ich kann das nicht. Wieso denn nicht? Du willst es doch auch. Kerstin, bitte. Ich liebe dich. Ich kann das nicht. Wir werden endlich glücklich sein, ne? Ich liebe dich doch. Bist du zum Mittagessen zu Hause? Das weiß ich noch nicht. Tschüss, Mutter. Tschüss, mein Junge. Mach's gut, Nick. Ich werde mich bemühen. Tschüss, Papa. Viel Spaß bei der Arbeit. Mein Gott, als wäre ich ein Schwerverbrecher. Tja, Mini, vielleicht solltest du dich nach einem neuen Vater umsehen. Oder frag doch einfach Bastiane. Vielleicht adoptieren dich ihre Eltern. Gar keine schlechte Idee. Also jetzt hört aber auf. Du weißt genau, warum dein Vater so wütend auf dich ist. Na klar weiß ich das. Und was bringt mir das jetzt? Ach komm, der Alte wird sich schon beruhigen. So tough ist er gar nicht. Der tut nur so. Ich weiß nicht. Also für mich sah das ziemlich echt aus. Sicher ist das echt. Ist sauer. Du hättest ja auch nicht weglaufen brauchen. Fängst du jetzt auch noch an? Ich dachte, du wärst auf meiner Seite. Natürlich bin ich auf deiner Seite. Aber ich verstehe auch Walter. Der hat sich Sorgen um dich gemacht und deswegen ist er jetzt wütend. Aber ich weiß, dass er dich trotzdem sehr lieb hat. Da bin ich mir nicht so sicher. Doch, das weiß ich ganz bestimmt. Sag das nochmal. Tim hat Cleo geküsst. Nein.
Ich meine, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich hab's gesehen. Wie, du warst dabei? Wann? Vorhin in der Kneipe. Die beiden haben vor allen Leuten rumgemacht? So mit allem drum und dran? Ja, sie haben sich nicht so richtig geküsst, aber fast. Komisch. Ich habe mich vorhin mit den beiden noch unterhalten. Da hat es überhaupt nicht so ausgesehen, als hätten sie was miteinander. Aber woher willst du das so genau wissen? Naja, das merkt man doch. Hey, du, die haben echt nichts miteinander, wirklich. Aber warum wollte sie dann nicht mit mir ins Wellenbad? Ich habe extra Karten gekauft. Wahrscheinlich hatte sie keine Zeit. Ach, sie hat ja nie Zeit für mich. Aber für Tim. Ach komm. Hey, sie wollte sich nur ein paar Minuten mit ihm unterhalten. Und hat ihn dabei fast geküsst. So wie du neulich fast mit Sophie geschlafen hättest. Jetzt kommen wir doch nicht damit. Wieso? Du hast dich damals auch total ungerecht behandelt gefühlt, als Cleo dich so angemacht hat. Aber das war doch ganz was anderes. Ach. Entschuldigung. Kann ich das nur vergessen? Ich kann es noch gar nicht glauben. Wir sind wieder zusammen. Mhm. Wir werden uns nie wieder trennen? Nein. Versprichst du mir das? Ja, das tue ich. Das ist schön. Dann können wir ja doch noch verreisen. Verreisen? Ja, ich habe doch dieses Ferienhaus auf Sylt organisiert. Ach ja, stimmt ja. Geht denn das noch? Ach, ich denke schon, warum nicht? Oh, prima. Dann lade ich dich auf Sylt zum Austernessen ein. Austern und Champagner. Hm? Ich mag aber keine Austern. Na gut, dann eben Fischbrötchen und Champagner. Soll auch sehr lecker sein. Hm, bestimmt. Und wir gehen am Strand spazieren. Und wir baden. Und surfen. Und wenn es regnet, dann machen wir es uns im Bett gemütlich. Dann hoffe ich nur, dass es sehr, sehr oft regnet. Mhm. Am liebsten ununterbrochen. Was ist los mit dir, Uli? Ach, es ist nichts. Ach, komm schon. Es ist... Es ist wegen deiner Oma. Geht's ihr wieder schlechter? Ja, genau. Liegt sie immer noch im Krankenhaus? Ja, ja. In welchem denn? In dem ganz Großen, in der Stadtmitte. Wie heißt denn das nochmal? Vielleicht die Uniklinik? Genau. Weißt du, wie der behandelnde Arzt heißt? Der Arzt? Welcher? Der Behandelnde. Hab ich mir doch gedacht, dass du hier wieder rumscharwenzelst. Sag mal, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Tut mir leid. Jetzt aber Dalli! Ich muss los. Wir sehen uns nachher. Mhm. Ciao. Bis dann. Ciao. Cleo? Mhm. Ich habe gerade Ramon getroffen. So. Er hat mich angerufen. Es klang alles ziemlich dramatisch. Ach ja, lass mich raten. Er hat dir von einem wunderschönen Frühstück erzählt und von seiner Rabenfreundin, die leider keinen Tag mit ihm blau machen kann. Nee, er denkt, du und Tim, ihr hättet was miteinander. Er war wohl ziemlich eifersüchtig. Wie kommt er denn darauf? Naja, er hat euch gesehen. Weißt du, wie ihr da am Tisch standet? Er hatte den Eindruck, dass er euch jeden Moment in die Arme fällt. Den Eindruck hatte er. Mhm. Ich habe ihm natürlich sofort gesagt, dass es Quatsch ist. Stimmt doch, oder? Tim und ich, wir sind nur gute Freunde. Sag mal... Ach Gott, was ist denn noch? Wie ist das eigentlich jetzt mit euch beiden? Seid ihr jetzt noch zusammen oder nicht? Wohl eher nicht. Aber nicht wegen unserer dämlichen Anschleichaktion. Nicht nur deshalb. Wir sind einfach zu unterschiedlich. Wir passen nicht zueinander. Er ist zu sprunghaft. Also ich würde das eher spontan nennen. Nenn es, wie du es willst. Auf jeden Fall hat er überhaupt keinen blassen Schimmer, was es heißt, hier so einen Laden zu führen. Und solange er das nicht rafft, kann ich mit ihm nichts anfangen. Oh Gott, es gibt doch noch was anderes als die Kneipe. Okay, okay, in der Hinsicht haben wir auch nicht so wahnsinnig viel gemein. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Ich glaube, er interessiert sich überhaupt nicht für mich. Quatsch. Natürlich interessiert er sich für dich. Davon habe ich aber wenig gemerkt. Außerdem glaube ich, dass es besser ist, wenn ich das mit ihm persönlich bespreche. Ja, am besten rufst du ihn gleich an. Ich rufe ihn schon an, wenn ich Zeit habe, okay? Okay, das wäre ich auch ziemlich egal. Hm. Lass uns doch da hinsetzen. Hm? Oh nö, da finde ich es viel schöner.
Ach, ich weiß nicht. Dann bei den Bäumen da hinten. Hm? Aber da ist doch gar keine Sonne. Natürlich ist da Sonne. Da finde ich's schön. Ach, ich weiß nicht. Mein Vorschlag ist eigentlich der bessere. Komm, wer zuerst da ist. Kerstin? Kerstin! Da bist du! Na, warte! Ich ergebe mich! Oh, sehr gut. Tust du dann auch das, was ich dir sage? Jawohl, meine Herren. Okay, du packst jetzt den Korb aus. Und zwar hier. Hau, ich habe gesprochen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ach, sag mal, wie läuft's denn eigentlich mit Uli? Alles im grünen Bereich? Im Prinzip schon. Aber im Augenblick ist er nicht besonders gut drauf. Wieso denn nicht? Na, seine Oma liegt im Krankenhaus. Oh, was hat sie denn? Ein Schwächeanfall. Ist das was Schlimmes? Eigentlich nicht. Aber in dem Alter weiß man nie so genau. Vielleicht ist es ja auch was anderes. Heißt das, man hat Uli vielleicht gar nicht die ganze Wahrheit gesagt? Oder willst du mir nicht sagen? Sag mal, dein Vater ist doch Arzt, oder? Ja, und? Ja, vielleicht kann er sich Ulis Oma mal anschauen. Das geht doch nicht. Ja, wieso das denn nicht? Erstens hat er keine Zeit und zweitens arbeitet er nicht in dem Krankenhaus. Ach, das wird er ja wohl irgendwie schaffen, bei seinen Connections. Ich meine, es wäre doch klasse, wenn er Ulis Oma wieder hinkriegen würde. Naja, ich könnte ihn ja wenigstens mal fragen. Mehr als Nein sagen kann er nicht. Eben. Mmh, lecker. Mmh. Sag mal, hast du noch ein bisschen Wein? Moment. Danke sehr. Na, willst du auch Schluck? Jan. Was denn? Das war ein Spaß. Das ist nur was für erwachsene Kinder, weißt du? Ja. Wie heißt du denn? Nikolai. Nikolai. Das ist die Kerstin und ich bin der Jan. Du bist ja nicht der Jan. Natürlich bin ich der Jan, Mensch. Du bist ja gesprächig. Du bist ja nicht der Jan. Nein, ja nicht. Tja, schüchtern ist er ja nicht gerade. Nee. Das stimmt. Naja. Oh, warte mal, ich hab das für dich. Hast du mir die Tüte Kekse? Mhm. So, Nikolai, hier. Die ganze Tüte? Ja. Ja, du bist vielleicht unverschämt, du. Tschüss. Niedlich. Ich überlege gerade, ob ich jemals Kinder haben werde. Hättest du denn gern welche? Bei dir als Mutter? Na klar. Das trifft sich gut. Ich kenne da jemanden, der wäre bestimmt ein toller Vater. Ja? Jetzt setz dich doch mal wieder hin. Dein Vater ruft bestimmt gleich zurück. Ja, bitte? Na, Papa. Ja. Nee, Prozeski ist richtig. Ja, Uli hat mir mal erzählt, dass seine Oma auch so heißt. Aber das kann doch nicht sein. Ja, schon klar. Mhm, vielen Dank. Tschüss, Papa. Was ist denn? Papa hat mit dem Chefarzt von der Uniklinik gesprochen und, naja, der hat im Computer nachschauen lassen. Eine Frau Prozeski stand da nicht drin. Hm, komisch. Also mich wundert das nicht. Mir kam die Sache gleich ein bisschen merkwürdig vor. Wieso? Ja, also ihr habt euch gerade so richtig gemütlich gemacht und schon kommt ein Anruf, dass die Oma flach liegt und ihr könnt wieder packen. Findest du das nicht komisch? Nö, wieso auch? Stimmt, es kam mir eigentlich wie bestellt. Verstehe ich nicht. Wieso sollte Clarissa anrufen, wenn... Bastiane, woher willst du denn wissen, ob es überhaupt Clarissa am Apparat war? Vielleicht war es ja auch jemand ganz anderes. Mensch, überleg doch mal. Ihr wird irgendwo eine andere sitzen. Und die hat rausgekriegt, wo ihr seid. Ach, Quatsch. Wieso denn nicht? Die hat bestimmt ein riesen Theater gemacht, wenn er nicht auf der Stelle zu ihr kommt. Also, das kann doch alles sein. Ach, jetzt red doch keinen Scheiß. Ich schätze, Uli hat einfach nur den Namen des Krankenhauses verwechselt. Also, wenn ihr mich fragt, hier ist irgendwas faul. Ja.
Und? Ist keiner da? Keiner. Kein Ramon und keiner von den Partners. Ach, ich würde das Ramon so gerne erklären. Aber wenn er immer auf Achse ist, dann hat er eben Pech gehabt. Hoffentlich springt er nicht von der Brücke. Ha, ha, ha. Sehr witzig. Na? Hi, Tim. Alles klar? Nee, eigentlich nicht. Wieso? Ramon hat uns heute gesehen, wie wir zusammen am Tisch standen. Ja, und? Seine Fantasie ist mit ihm durchgegangen. Er denkt, ihr hättet was mit mir gemacht. Wieso? Wir haben noch gar nichts gemacht. Das hab ich ihm auch gesagt. Und wo genau ist jetzt das Problem? Ramon ist das Problem. Er spinnt. Aha. Ja, davon müssen wir uns jetzt aber nicht die Laune verderben lassen, oder? Eigentlich nicht. Gut. Also dann stell dir mal Folgendes vor. Ein romantisches Gasthaus im Grünen. Ja? Man sitzt unter Bäumen, genießt die herrliche Luft. Klingt gut. Man spaziert durch den Wald, lässt die Füße im Bach baumeln und erholt sich komplett. Das kannst du alles haben. Du musst nur Ja sagen. Ich würde ja gern. Aber ich glaube, ich kann nicht, oder? Also, an mir soll's nicht liegen. Ich komme auch mal ein paar Stündchen unnötig aus. Außerdem ist ja Niklas da. Ja, da hörst du's. Na gut, aber ich wollte eigentlich noch Ramon anrufen. Das kannst du doch heute Abend machen. Stimmt. Dann? Meinst du echt, Uli würde mich anlügen? Ja klar, die Kerle lügen doch alle. Aber Uli doch nicht. Das meinst du. Aber solche wie Uli sind meistens die Schlimmsten. Ach, jetzt hör aber auf. Ich vertraue Uli, er würde mich nie belügen. Ja? Clarissa. Nein, die ist nicht hier. Mit wem spreche ich denn da? Frau Prozeski? Nein, ich wundere mich nur, weil ich jemanden kenne, der genauso heißt. Uli, Uli Prozeski. Sie sind seine Großmutter. Ach so. Wie geht's Ihnen denn? Ah, dann hat man Sie schon wieder entlassen. Na, aus dem Krankenhaus. Sie waren gar nicht im Krankenhaus? Verstehe. Nein, wie gesagt, Clarissa ist nicht da. Ja gut, wiederhören. Was habe ich gesagt? Der Kerl lügt. Oder habe ich da gerade was Falsches verstanden? Nein, seine Oma war gar nicht krank. Na, der kann was erleben. Wo willst du denn hin? Na, in den Stall. Dem werde ich ordentlich die Meinung sagen. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Aber ich habe da noch eine viel bessere. Mann, wo bleibt Cleo denn? Jetzt reg dich mal wieder ab. Die beiden haben nichts davon gesagt, wann sie wiederkommen. Na endlich. Ja, ich ruf dich da an, ja? Ja. Und danke schön für den schönen Nachmittag. Sag mal, wo warst du die ganze Zeit? Ich habe die ganze Zeit probiert, dich zu erreichen. Ach, ich war spazieren. Und dabei habe ich nachgedacht. So. Ich glaube, ich habe mich heute Morgen ziemlich kindisch benommen. Hey, Ramon, du solltest öfter spazieren gehen. Ich hoffe, du bist nicht mehr sauer auf mich. Noch ein bisschen. Was kann ich tun, damit du gar nicht mehr sauer bist? Erstens könntest du mir versprechen, dass du nicht mehr so eifersüchtig bist. Zumindest nicht, wenn es nicht angebracht ist. Okay, ich werde es versuchen. Und zweitens? Und zweitens, dass du endlich akzeptierst, dass Tim und ich gute Freunde sind. Nicht mehr und nicht weniger. Okay, versprochen. Gut. Dann bist du jetzt nicht mehr sauer? Nö. Und sonst? Ich meine mit uns. Was soll mit uns sein? Ja, ich meine, das mit dem Frühstück und all das, das hat hier schon einen ganz bestimmten Sinn. So. Ja, ich dachte, dass wir
vielleicht wieder richtig zusammenkommen könnten. Das dachtest du. Ja. Aber, ich meine, wenn du keinen Bock mehr hast, dann... Wer sagt das denn? Du meinst... Wie wär's denn, wenn du deine Freundin mal küssen würdest, hm? Ist das schön, wieder hier zu sein. Weißt du was? Ich habe die Wohnung schon richtig vermisst. Was glaubst du, wie die Wohnung dich vermisst hat? Fast so sehr wie ich. Ja, und jetzt kommen wir zum Programm für den Rest des Abends. Zuerst werfen wir uns schön in Schale und gehen richtig gut essen. Und anschließend machen wir es uns hier gemütlich. Hm? Wie klingt das? Da gibt's ein Problem. Ich kann mich nicht in Schale schmeißen. Meine Sachen sind alle noch bei Tim. Ja und? Dann gehst du eben so, wie du bist? Nee, wenn möchte ich mich schon aufbrezeln. Gut, dann ändern wir das Programm. Ich bin ja flexibel. Wir lassen das Essen weg und kommen gleich zum gemütlichen Teil. Und dazu brauchst du ja kein Kleid, oder? Ich würde aber schon gern was essen. Okay. Dann koche ich uns selbst was. Schön. Haben wir noch Wein? Oh, scheiße, nee. Aber ich gehe zum Kiosk. Dauert nur eine Minute. Gut, dann gehe ich die Post durch. Vielleicht ist ja was für mich dabei. Mach das. Bis später. Störe ich? Nein, komm rein. Und? Hat Rudi dich wieder ordentlich gescheucht? Und wie? Naja, dann bist du immerhin nicht ins Grübeln gekommen. Ins Grübeln? Wieso? Na, wegen deiner Oma, wo sie doch im Krankenhaus liegt. Ach so, ja klar. Ich hab da übrigens eine Idee. Wie wär's, wenn wir sie zusammen besuchen? Na, sie wird sich bestimmt freuen. Ja, aber vielleicht, vielleicht strengt sie das auch viel zu sehr an. Der Besuch muss ja nicht lange dauern. 10 Minuten. Glaub mir, das wird dir sicher gut tun. Außerdem ist sie doch bestimmt neugierig auf deine Freundin. Oder schämst du dich etwa wegen mir? Nein, natürlich nicht. Na, dann ist doch alles klar. Dann besuchen wir sie gleich morgen. Oder? Lieber Jan, ich weiß, wie sehr du meinetwegen gelitten hast, aber ich brauchte Zeit, um zu mir zu finden. Jetzt habe ich Gewissheit. Ich brauche dich. Nur dich. Bitte komm zu mir. Lass uns ein neues Leben anfangen. Du weißt, wo ich bin. Jan, ich liebe dich.